ist immer besser, wenn man mit 0 Punkten nach Hause fährt. Weil ich glaube, dass wir heute mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar die 3 Punkte verdient gehabt hätten, weil wir ja heute wirklich ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben als letzte Woche. Man sieht auch, wenn man dann unten steht, so wie wir, mit dem Rücken zur Wand ist man zwar gefährlich, aber man ist natürlich auch wirklich so, dass man in jedes Fettnäpfchen tritt. Und wir waren eine Sekunde lang unaufmerksam und ein Spieler hat einfach einen goldenen Fuß gehabt in 5 Sekunden Spielzeit. Und das tut verdammt weh, weil wir fahren jetzt nach Hause und mit nichts und die Fahrt wird lang. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr ärgerlich. Wir haben den Spiel gut vorbereitet und haben es ja auch gut gemacht am Platz. Aber ja, ein Trick mit Standardsituation. Aber ich denke heute die große Fehler war sehr, 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 sehr viel. Sehr, sehr viel faul gemacht, also viel zu viel. Und wir haben das vorbereitet. Wir wissen ganz genau, dass St. Pauli sehr gefährlich mit Standard ist. Und heute, ich weiß nicht wie viel, aber vielleicht 20 Standards. Und das erste Tor war ein Standard. Also das ist für uns sehr ärgerlich. Aber natürlich. Wir haben, wie gesagt, nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Vielleicht, als wir geführt haben, haben wir, glaube ich, erst begriffen, dass wir es heute packen können, die 3 Punkte zu holen, den ersten Sieg. Und vielleicht waren wir dann einen Ticken zu unkonzentriert, aber das ist alles bloß Mutmaßungen. Wie gesagt, also mir fehlen jetzt gerade ein bisschen, also fällt es mir ein bisschen schwer, irgendwas Konstruktives zu erzählen, weil es natürlich unheimlich ein Nackenschlag ist. Wenn man gerade hier spielt und vor allem, weil wir im dritten Jahr das dritte Mal führen und das dritte Mal verlieren. Das gibt viel positive Dinge, aber am Ende der Meisterschaft nur die Punkte zählen. Ne? Wir zählen nicht die guten Leistungen, aber nur die Punkte. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht heute mit einer schlimmen Leistung und 3 Punkte wäre ich mehr zufrieden. Fiallo ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns in dem Moment. In so einer Situation den Ball in die Hand zu nehmen und dann Elfmeter anzutreten, das erfordert Mut und Charakter. Und wenn man dann scheitert, kann man in dieser Situation sowieso keine Vorwürfe machen. Ich sowieso nicht. Wenn man in der Vergangenheit verfolgt, was Fiallo für wichtige Tore schon geschossen hat, sehr wichtige Tore, existenzielle Tore, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich den Fiallo jetzt aufbauen sollte, weil er ist so lange in dem Geschäft schon drin und ich weiß, dass er das mit sich selber schon, ich glaube, genug ausmacht und er macht sich, glaube ich, genug Vorwürfe. Aber ich glaube, dass er sich bei niemandem entschuldigen braucht, weil das passiert. Und wenn er einen reinhaut, führen wir und bringen vielleicht das Ding auch über die Zeit. So haben wir es jetzt leider nicht gemacht, aber ihn trifft mit Sicherheit jetzt keine Schuld. Also wenn man das heute gesehen hat, denke ich schon, dass der Schritt deutlich zu erkennen war und dass auch, es muss ja nächster Schritt kommen. Wir müssen ja so schnell wie möglich punkten, weil auch die Zeit läuft irgendwann ab, so wie wir das letztes Jahr gesehen haben. Und dann ist es natürlich dann schwierig, aber wie gesagt, es bringt alles nichts. Wir müssen jetzt einfach weiter dann hart an uns arbeiten. Wir haben jetzt wichtige Tage vor uns, wichtige Trainingseinheiten, um das zu verinnerlichen, was wir versucht haben, die Woche aufzubauen. Und ich denke, man hatte heute wirklich schon einen deutlichen Schritt gesehen.